Herzlich willkommen zur Freitagsausgabe der Bärshow. Heute ist endlich Karneval schon längst vorbei. Man kann den Sombrero wegpacken, man kann seine komische Perücke wegpacken. Also von daher, es ist wieder Normalität angesagt. Heute, was ist denn heute für ein Datum? Schon der 7. Ach, heute ist das Luxuslam-Album da. Ja, stimmt ja. Freue mich schon auf mein neues Luxuslam-Album. Ich kann dazu leider erst nächste Woche was sagen. Ihr wisst ja, ich nehme eine Woche im Voraus auf. Zu dem Zeitpunkt habe ich dieses Album eben noch nicht. Aber ich kann euch eins sagen, einmal im Leben ist eine klasse Single. Ah, wir können über ein Lied reden, über einen Musiker, der heißt, ich kann nur den Vornamen, der ist Woody mit Vornamen, so wie Holzi könnt ihr ihn auch nennen, wenn ihr wollt. Den kleinen Holzi, ne, das hört sich falsch an. Woody Pitney, der ist ein australischer Musiker, der ist ganz frisch sozusagen noch, der ist, weiß was ich, wie alt. Wenn ihr die weg.de-Werbung schon mal gesehen habt, vielleicht verlinke ich die hier auch einfach mal. Ich verlinke das Lied hier. Vielleicht habt ihr es dann schon mal in der weg.de-Werbung gehört. Also hier verlinke ich das Lied jetzt, ne? Vielleicht habt ihr es in der weg.de-Werbung schon mal gesehen. Oder besser gesagt gehört, weil ihr sehen könnt, man Musik schlecht. Das ist einfach unmöglich, leider. Dann wisst ihr, was ich meine. Und das ist ein schönes Lied. Also nicht schön, aber gut. Und ja, ich habe anscheinend die Funktion drinne, dass wenn wir auf unserem YouTube-Channel irgendwas liken, es bei mir auf meiner Bärshow-Twitter-Seite sofort gepostet wird. Und da stand dann halt, die Bärshow gefällt Woody Pitney das Video. Und der Originalkünstler von diesem Video, ja, der hat das favorisiert und hat zurückgeschrieben. Ich kann es euch gerne mal vorlesen, weil ich habe dann noch dazu geschrieben, ich habe das auch gekauft für ein paar Euro. Da kann ich euch echt nur empfehlen, vielleicht die Verlinkung unten in der Beschreibung mal schauen, muss mal überlegen, ob ich das mache. Weil ich will ja nicht Werbung machen für den, aber der ist ein guter Künstler und vielleicht sollte man sowas unterstützen. Er hat geschrieben, thank you very much, die Bear Show, glad you enjoy, weil ich geschrieben habe, dass es mir sehr gut gefallen hat. Und das ist natürlich gut, ne? Ich wünsche euch ein... Ich kann jetzt nicht einfach so viel reden, leider. Auch am Wochenende steht vor der Tür. Ich nehme tatsächlich eine Woche im Voraus auf. Heute ist Freitag, der 28. Und ich nehme ja auch für den 7. Also... Ach so, ein paar Worte zu Trier. Ihr habt ja das Porta Nigra-Video vor 2-3 Videos gesehen. Hoffe ich doch zumindest, dass ihr es gesehen habt. Wenn nicht, könnt ihr es gerne euch angucken. Schön auf jeden Fall, lustig war es auch und bin wieder da. Ja, hier bin ich wieder. Okay, was ich noch sagen könnte, ist, dass mein Auto in der Werkstatt jetzt ist, weil ich ein Riesenproblem mit meinem Auspuff habe. Ich bin heute Morgen losgefahren Richtung Schule. Ich habe heute Morgen Schule gehabt, das muss man sich mal vorstellen. Und auf einmal rattert das extremst laut, aber so richtig laut. Und ich denke, Mann, was ist das für ein Lärm hier? Dabei war das mein Auto und bin sehr froh, dass ich heile angekommen bin noch daheim nach der Schule. Also ist nicht zu Spaß. Wenn ihr ein Problem habt mit eurem Auto, empfehle ich euch, die Werkstatt aufzusuchen. Wie jeder normale Menschenverstand auch. Also das als kleinen Tipp und letzte Zote für diesen wunderschönen Freitag, also wir sehen uns am Montag wieder, euer Bär, auf Wiedersehen.